der Qt Designer, also das Programm, mit dem Sie eigene Dialoge, Hauptfenster, alles von der Art bauen für Qt. Und dann verwenden wir das nachher, was nachher rausgekommen ist, in Python tatsächlich, mit PyQt. Ich baue hier erstmal ein Hauptfenster, vielleicht sowas, ein Main Window, neu von Vorlage. Oh, ist nicht allzu viel Platz hier. Irgendwo endet mein Main Window hier auch noch auf der anderen Seite. Ich mache es mal insgesamt etwas kleiner, dass der dazwischen passt. Das soll das Hauptfenster meines Programms werden. Das schreibt man jetzt eben nicht komplett in Programmcode hin, könnte man auch. Erzeuge ein Fenster, erzeuge einen Knopf, der kommt dahin. Man wird ja wahnsinnig, wenn man das alles zu Fuß macht. Sie können das hier einfach zusammenklicken, was Sie auch immer haben wollen. Vielleicht ein paar Radio-Buttons, vielleicht eine Checkbox hier noch. Vielleicht, das müsste man nachher dann natürlich mit Leben füllen, ein Tree-View. Da müsste natürlich auch noch was reingefüllt werden. Mal sehen, was wir gleich programmiermäßig alles schaffen. Das steht jetzt alles noch quer durch den Garten. Was schön ist, wenn sich so ein Programm automatisch der Fenstergröße anpasst. Das merken insbesondere alle Leute, die jetzt ihre alten Apps auf dem neuen iPhone starten und feststellen, na, das sieht ja ganz fürchterlich aus. Man möchte gerne so eine Automatik drin haben, dass die Fenstergröße korrekt mitbenutzt wird, sonst geht es immer schief. Hier ist das so, dass Sie zum Beispiel sagen können, hier diese drei Radio-Buttons, die hätte ich gerne sauber übereinander mit dem hier. Dann werden die wirklich in so einen Kasten gestellt, sauber übereinander gemacht. Ich sollte überhaupt jetzt gerade nochmal zeigen, die sollte man natürlich auch vernünftig benennen, wie man das tut, sodass die Sprache berücksichtigt wird, ist noch ein Punkt für sich, das will ich jetzt nicht alles auf einmal machen, aber die drei Radio-Buttons hier sollte ich nochmal ordentlich benennen. Das hier ist der Name, den das Ding nachher im Programm hat, es muss aber auch beschriftet werden. Das ist es hier, was da als Text steht, das ist, was hier auf der Oberfläche steht. Das ist der Text auf der Oberfläche. Was hier steht, Radio-Button, ist der Name in meinem Programm. Ich schreibe da mal Radio-Button, ja, was auch immer, oben. Der sollte irgendeine vernünftige Bezeichnung dann haben, sodass Sie im Programm wissen, was Sie meinen. Wesentliche Geschichte. Ein Name für das Programm intern und eine Bezeichnung auf der Oberfläche. In Chinesisch wird diese Bezeichnung auf der Oberfläche eine andere sein, als sie jetzt ist, aber der Name im Programm kann derselbe bleiben. Deshalb ist es auch sehr sinnvoll, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Genauso mit den anderen beiden. Wenn der Name, ich sollte sagen die Bezeichnung, wenn die Bezeichnung hier auf der Oberfläche länger wird, sehen Sie, macht er das automatisch, Return drücke nebenbei, macht er das automatisch hier richtig. So geht das bei den ganzen anderen auch. Die sollen natürlich dann nicht Push-Button heißen, sondern sie geben dem einen vernünftigen Text und einen vernünftigen Namen. Ich bin jetzt zu faul, das alles einzutragen. Können Sie sich vorstellen, wie das dann weitergehen muss. Die drei Radio-Buttons habe ich hier schon zusammengefasst, dass die so sauber übereinander hängen. Jetzt könnte ich zum Beispiel diese beiden hier zusammenfassen, dass die immer schön übereinander sind. Dieselbe Funktion hier. Und das ist nicht nur ein reines Ausrichten, dass die einmal so stehen, das sehen Sie an dem roten Rahmen. Der hält es wirklich so zusammen. Das ist nicht eine reine Ausrichtefunktion. Das zum Ausrichten kennen Sie, wenn Sie bei mir Informatik 2 hatten, aus Visual Studio. Einmal ausrichten, aber dann kann ich es wieder hinschieben, wie ich will. Das ist jetzt wirklich miteinander verschweißt, sozusagen. Dasselbe können wir hier machen, bei der Checkbox und den beiden Buttons. Huch, okay, dann eben so. Und jetzt könnte man insgesamt das gesamte Fenster auch noch so aufteilen. Hier Mausklick rechts auf das Innenleben vom Fenster, hier irgendwo auf die freie Fläche, Mausklick rechts, Layout. Dann können Sie sich entscheiden, wie es denn gelayoutet werden soll. Auch wieder so nebeneinander oder übereinander gestapelt oder tabellarisch. Ich sage jetzt mal tabellarisch, dann sollte ich jetzt automatisch zwei Spalten machen. Naja, okay, jetzt hat er automatisch zwei Spalten gemacht. Und das ist jetzt an die Größe von dem Gesamtfenster dran gehängt. Das ist vielleicht noch nicht so prickelnd, aber
Immerhin fliegt nichts durch die Gegend. Sie können doch ein bisschen steuern. Hier gibt es dehnbare Zwischenräume. Mal gucken, wenn ich hier einen Vertical Spacer da reinsetze. Toi, toi, toi. Okay, sehen Sie, haben Sie quasi ein Gummiband. Dieses Gummiband wird so gedehnt, wie es gerade nötig ist. So können Sie das hübscher machen. Das sind so die Zutaten. Das gibt es auch in anderen Systemen, insbesondere in Java Sphinx und in Windows Presentation Foundation. Finden Sie ähnliche Geschichten, wie dann so ein automatisches Layout stattfinden kann. Einfach zusammenklicken. Es ist von der Bedienung her nicht gerade so tiefschürfend. Von dem, was hinter den Kulissen passiert, ist es schon raffiniert, aber netterweise ist man als Anwendungsprogrammierer da nicht wirklich mit befasst. Es funktioniert praktisch automatisch. So kann man sich so eine Oberfläche zusammenbauen. Radio-Buttons, Checkboxen, Knöpfe, alles, was ihr sonst noch so findet. Es sind ziemlich wilde Geschichten dabei. Diagramme auf diverse Arten, Bilder können Sie einbetten. Sie können einen kompletten Internetbrowser einbetten, wenn Sie wollen. Menüs habe ich noch vergessen, das sehe ich hier gerade. Das Hauptfenster, anders als der Dialog, hat das Hauptfenster ein Menü. Und da tippen Sie jetzt einfach los. Der erste Menüeintrag. Erster Menüeintrag. Ich schreibe das jetzt einfach nur so. Stellen Sie sich vor, da steht irgendwas Sinnvolles. Laden, drucken, speichern, beenden. Und dann geht das so weiter. Dann geben Sie den nächsten Text ein. Da geben Sie den nächsten Text ein. Jetzt können Sie hier ein zweites Menü aufmachen, nachdem Sie ins erste was reingeschrieben haben. Und so weiter und so weiter. Sie können Untermenüs veranstalten. Mit dem Plus hier können Sie jetzt ein Untermenü anfangen. Sie können Trennlinien reinsetzen, das hier unten. Trenner hinzufügen ist tatsächlich ein Button. Wenn Sie hier Trenner hinzufügen anklicken, löst das wirklich eine Funktion aus, nämlich dass da jetzt so, dass da jetzt wirklich ein Trenner drin steht. Jetzt kann ich hier weitermachen und noch einen eintippen und vielleicht noch einen Trenner. Sowas. Und da wieder Text eingeben. Sie sehen, das sind die Trenner jetzt dazwischen. Da kommen da so kleine Linien rein. Alles ohne, dass ich irgendwas programmiert habe. Ich klicke einfach nur die ganze Zeit rum. Die Trenner sollte ich nochmal zeigen. Hier im normalen Menü sehen Sie da so einen Trenner, einfach um Abschnitte zu bilden in den Menüs. Und hier sehen Sie auch nochmal so ein Untermenü, wie es dann fertig aussieht. So kann man sich auf die Schnelle dann sein Hauptfenster zusammenklicken. Das Ganze wird gespeichert. Ich schmeiße das jetzt einfach auf den Desktop. Legen Sie sich einen vernünftigen Ordner an dafür. Hauptfenster. So, machen wir es mal so. Ich sehe gerade, ich hätte noch gerne eine Möglichkeit, was auszugeben auf die Schnelle. Ich setze hier noch ein Label irgendwo dazwischen. Unter die Radio-Buttons oder dahin, da, weiter drunter, unter die Checkbox. So, unter die Checkbox setze ich hier nochmal ein Label. Dann habe ich gleich eine einfache Möglichkeit, was auszugeben. Einfach nur Text in dieses Label reinzuschmeißen. Label ist ja eigentlich ein Etikett, wie auf der Flasche. Label. Aber Sie können das auch als ganz einfache Möglichkeit verwenden, was auszugeben. Das speichere ich nochmal. Was dann auf der Festplatte landet, ist eine XML-Datei mit der Beschreibung dieser Oberfläche. So, die Datei von gerade, wir nenne ich um von UI nach XML. Und hoffe, dass der Internet Explorer die dann aufmachen kann. Zielen. So sieht das dann aus. Das steht in der Datei drin, im Klartext. Der Internet Explorer zeigt es jetzt so hübsch mit Einrückungen und in Farbe, was wir da gerade gebaut haben. Ein Main Window von der Klasse QMain Window, also es heißt Main Window und ist von der Klasse QMain Window. Und da drinnen, ich klappe das hier mal zusammen, da drinnen stehen Widgets, das sind diese ganzen Bausteine, die Knöpfe und die Radio-Buttons und die Checkboxen und so weiter, das sind alles Widgets. Also wir haben ein Widget für das Menü, wir haben ein Widget, das diese gesamte Fläche ausfüllt, Central Widget, und in diesem Central Widget stehen dann die Radio-Buttons drin und so weiter und so weiter. Alles irgendwie fürchterlich verschachtelt, was gehört wie zusammen. Das hat er jetzt einfach weggeschrieben in diese Punkt-UI-Datei.
XML-Format. Und in unserem Programm können wir das nachher lesen. Und Python Qt hat hinreichend Mechanismen, um dieses dann tatsächlich umzusetzen in echte Bedienelemente auf dem Bildschirm. Dann brauchen wir Python XY. Das startet erstmal mit diesem Fensterchen und wenn Sie hier klicken, kriegen Sie Spider, der aber irgendwie eine halbe Minute braucht, bis er startet. Das ist, was hier im Hintergrund schon offen ist. Das ist Spider. Jetzt können wir anfangen, Python zu schreiben. Hier die ganzen Kommentare nehme ich mal raus. Das muss nicht unbedingt sein. Die erste Zeile nehmen Sie möglichst nicht raus. Die sagt nämlich, wie diese Datei kodiert ist in UTF-8. Wenn Sie Umlaut verwenden oder chinesische Zeichen, dann ist das wesentlich, dass Sie in UTF-8 kommen und nicht anders. Die erste Zeile lassen Sie stehen. Auch wenn sie ein Kommentar ist. Scheinbar, aber ein wichtiger Kommentar. So, es gibt so ein paar Vorbereitungen. Die kennen Sie aus C++, die kennen Sie aus Java, die kennen Sie aus C#. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass so diverse Bibliotheken verfügbar sind. In Python ist das mit Import. This, System, ist offensichtlich irgendwas Grundlegendes. Importieren in Python ist eigentlich eher sowas wie das Include in C++ und weniger sowas wie das Using in C# und weniger sowas wie das Import in Java. Er tut wirklich was, wenn Sie sagen Import Sys. Und dann etwas aufwendiger from, nämlich diesem hier, PyQt4, QtCore, der Kern von Qt, da hätte ich gerne alles. Import Sternchen. Oh, from diesem hier hätte ich gerne alles. Das ist im Prinzip sowas Ähnliches wie das Import da oben. Nur mit denen hier kann ich reden, ohne dass ich dann einen Namen noch davor setze. Ich muss nicht schreiben qtcore.irgendwas, ich kann direkt losschreiben. Hier oben muss ich immer noch sys. Davor schreiben. Das ist, glaube ich, bei dem hier oben schon sehr sinnvoll. Und von der Sorte braucht man noch ein paar mehr. Nämlich Qt GUI, hier fliert er schon, ne? Doppelklick. Daraus hätte ich gerne alles und aus, was haben wir da? UIC, das ist der User Interface Compiler. Der User Interface Compiler ist das Stück Software, das diese XML-Datei nimmt und Python draus macht, das dann ausgeführt wird. Alles im Hintergrund, ohne dass wir uns das angucken müssen. So, das waren die Vorbemerkungen und jetzt geht es relativ schnell zur Sache. Ich sage, ich brauche eine Applikation und die Referenz darauf soll in einer Variable namens App gespeichert werden. Die schreiben kein New, sondern es geht direkt los, eine Q-Application. In C++ hätten sie New geschrieben oder in Java oder in C#. Einfach direkt Q-Application, das ist der Konstruktor. Und der Schönheit halber gebe ich dem, wie es offiziell sein soll, die Kommandozeile. Sie sehen hier argv. Das ist die Kommandozeile. System Argument Vector. Das, was an Argumenten auf der Kommandozeile gegeben ist. Das baut mir meine Applikation. Diese QApplication-Klasse ist stellvertretend für alles, was denn so die Applikation, eine Anwendung, denn typischerweise im Großen und Ganzen tut. Damit habe ich noch nicht die Oberfläche, das ist das Nächste. Ich lade ein Fenster. W ist nachher wirklich eine Variable, die einem Fenster entspricht, eine Referenz auf einem Fenster. Load UI ist dann das Kommando dafür, ladet die Oberfläche aus meiner Datei. Das ist jetzt diese UI-Datei, die ich lade, hauptfenster.ui. Die wird geladen. Diese XML-Datei wird geladen, automatisch übersetzt im Hintergrund, ausgeführt und ich habe dann in W tatsächlich ein Fenster als Objekt, eine Referenz auf ein Fenster. Mit dem Ding kann ich dann arbeiten. Insbesondere kann ich sagen, W show, das Fenster möge bitte geöffnet werden, angezeigt, oh, wir sind nicht in C, angezeigt werden. Dann läuft es aber noch nicht, jetzt muss ich dieses Fenster ausführen, das wäre app.execute, so sieht das aus.
Ärgerlicherweise gibt es in Python schon als Schlüsselwort exec. Sie sehen, das ist jetzt blau. Exec ist ein Schlüsselwort, so wie from und import Schlüsselwörter sind. In Qt hieß es exec, weil Qt nicht für Python gedacht war. Deshalb gibt es einen Konflikt. Qt will exec und Python will exec. Einer muss nachgeben, Qt muss nachgeben. In Qt heißt es dann exec unterstrich, ärgerlicherweise, der hier unten, ausführen. Die Applikation ausführen. Das bringt das Ganze dann tatsächlich zum Leben. Das ist die Stelle, an der das Programm eigentlich nachher die ganze Zeit ist. Die Applikation wird ausgeführt. Das passiert dann alles an dieser Stelle. Und das möchte ich dann irgendwie auch verwenden, um das Ganze zu beenden. Das ist dann sys.exit. Wie soll mein Python-Programm beendet werden? Es soll mit dem Rückgabewert hier von app-exit beendet werden. Exit kennen Sie aus C und C++ und anderswoher, die Funktion, die das Programm beendet. Der gebe ich das Ergebnis von dem exec. Exec ist das, was die ganze Zeit eigentlich läuft. Während mein Programm wirklich am Laufen ist, sind wir in der Funktion exec. Wenn das Programm beendet wird, endet die Funktion exec. Und mit dem Ergebnis gehen wir in exit rein. So sieht das aus. Das ist das Kleinste, was man veranstalten kann. Und mit viel Glück sieht man jetzt auch was. Ich muss gerade eine Sache noch einstellen. Run. Sie sollten bei Configure einstellen, execute in new dedicated Python Interpreter. Er soll jedes Mal einen neuen Interpreter aufmachen. Scheint mir das die bessere Lösung zu sein. Dann gibt es keine Konflikte zwischen den verschiedenen. Jedes Mal, wenn Sie das Programm starten, fängt er quasi wirklich von vorne an, ohne was von dem vorherigen Lauf behalten zu haben. Execute in the new dedicated Python Interpreter. Bei den Run-Settings. Hier Run, Configure. Und wenn ich jetzt sage Run, man sieht es ja gerade nicht im Video, sehr schön, ich muss es mal kleiner machen hier. So, dass man auch die Menüzeile hier sieht. Wenn ich sage Run, oh, soll ich erstmal speichern, sehr gut. Ein wichtiger Hinweis. Ich schiebe das mal zu dem ganzen Rest auf den Desktop. Untitled 0, sei so. Nee. Versuch 1, wenn ich das mal. Ist auch nicht besser als Untitled 0. Jetzt fragt er das, was ich eben noch schon gemacht habe. Sehr gut. Execute in den new dedicated Python Interpreter. Das ist das Fenster, was wir eben gebaut haben. Und es ist jetzt ein lebendiges Programm. Ich kann die Checkboxen anmachen, ausmachen, die Radio-Buttons an- und ausmachen. Sie lösen sich gegenseitig aus. Ich kann in die Menüs reingucken, die Untermenüs reingucken. Es tut nicht wirklich was, aber die Oberfläche lebt. Versuchen Sie vielleicht mal jetzt, dass die Oberfläche minimal was tut, dass auf den Button eine Reaktion kommt, sich ein Text ändert, irgendein Radio-Button umgeschaltet wird. Sowas. Ich gehe erstmal rum und gucke, ob das soweit klappt hier. Wie versehe ich dieses Ding jetzt mit Leben? Ich zeige erstmal, wie man da überhaupt was machen kann. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, von meinem Fenster, W enthält jetzt eine Referenz auf das gebaute Fenster. Von dem Fenster möchte ich mir bitte angucken, am einfachsten ist dieses Label hier. Das Label heißt in meinem Programm Label. Na toll, ich werde es mal vielleicht umbenennen, dass es etwas klarer ist, das Label, um klar zu machen, das ist jetzt mein Label hier. So, so heißt es gleich im Programm, das Label. Ich muss hier nochmal speichern. So steht jetzt dieser Name auch in der XML-Datei. Und ich rede jetzt mal mit diesem Label, dass man mal sieht, wie man irgendwie darauf zugreifen könnte. W.dasLabel. Von dem Ding kann ich sinnvollerweise den Text setzen, das heißt setText, auf irgendeine Zeichenkette. Das heißt, wenn ich mein Programm jetzt nochmal starte, lädt er die Oberfläche, setzt für das Label diesen Text rein und zeigt das Ding dann an. Ich sollte also für das Label Huhu sehen, mal sehen. Das klappt sogar. Da steht tatsächlich Huhu, also so können Sie jetzt tatsächlich darauf zugreifen. Müssen da nicht wild in der Gegend rumherstochern. Diese Sachen haben alle Namen, die Sie selbst bestimmen können und die vernünftig sein sollten, nicht so wie ich sie gerade gemacht habe auf die Schnelle. Und dann können Sie auf alle diese Sachen zugreifen.
mein Label. Hier hatte jetzt eben den Namen das Label. Es steckt in dem Fenster drin und dann kann ich so direkt darauf zugreifen. Das möchte ich jetzt aber programmgesteuert machen. Ich möchte es nicht fest einprogrammieren. Ich möchte, dass sich diese Sachen programmgesteuert ändern. Jetzt kommen die Ereignisse. Alles, was hier funktioniert so, kann Ereignisse senden. Das kann man sich am einfachsten hier mit angucken. Wenn Sie nicht diesen Modus nehmen, Widgets bearbeiten, das ist der Modus, in dem man alles durch die Gegend ziehen kann und neue Sachen da reinziehen kann, das ist Widgets bearbeiten. Wenn Sie in diesen Modus gehen, Signal und Slots bearbeiten. Signal und Slots ist so ein Spezialsprech von Qt. Ereignisse sagt man sonst. Wenn Sie in den Modus gehen und zum Beispiel von diesem Push-Button einen Pfeil irgendwo hinziehen, wo es gerade funktioniert, dann sehen Sie nebenbei, das ist jetzt einfach nur ein Hack, dann sehen Sie nebenbei, was der Push-Button alles kann. Der kann Bescheid sagen, wenn er geklickt ist, der kann Ihnen, wenn er geklickt wird, auch noch nebenbei Ja-Nein mitgeben, was nicht so sinnvoll ist. Und wenn er losgelassen wird, wenn er nur gedrückt wird, also nicht geklickt und wieder losgelassen wird, Toggle an aus gibt für den Push-Button jetzt auch nicht so viel Sinn. Bei allen von diesen fünf Ereignissen kann er Ihnen Bescheid geben. Das Übliche wäre natürlich klickt. Er wurde gedrückt und wieder losgelassen. Das ist ein Klick. Nicht nur gedrückt, pressed und nicht nur losgelassen, sondern klickt. Das will ich jetzt verarbeiten. Sie sehen, Sie könnten es hier schon im Qt Designer mit irgendwas anderem vernetzen. Das wollen wir lieber erstmal nicht machen. Man wird es typischerweise erstmal in seinem Programm verarbeiten. Dieses Klickereignis von dem Push-Button. Deshalb abbrechen und mal wieder zurück zum Designer hier, zum normalen Design-Modus. In Spider zurück. Ich möchte, dass das passiert, dass dieses Label auf den anderen Text gesetzt wird, wenn jemand den Knopf klickt. Was ich nun machen muss, ist dieses Ereignis verbinden mit einer Funktion, die dann ausgeführt wird. Ich überlege gerade, was didaktisch klug ist. Ich schreibe erstmal die Funktion, dann sehen wir das, wie es besser funktioniert. Ich schreibe erstmal eine Funktion. Diese Funktion muss gleich verdrahtet werden mit dem Ereignis. Das Ereignis soll die Funktion auslösen. Eine Funktion, hatte ich schon gesagt, wie eine Funktion in Python aussieht. Def schreiben Sie davor. Sie sehen in blau, ist ein Schlüsselwort. Define, def. Ich schreibe mal Button-Click, damit die Funktion einen halbwegs brauchbaren Namen hat. Die Funktion kriegt keine Parameter. Das Ding wird einfach geklickt und gut ist. Da müssen wir jetzt nicht noch irgendwas mitteilen. Doppelpunkt. Bei Funktionsdefinition in Python steht davor ein def, vor dem Namen und den Parametern ein def und dahinter ein Doppelpunkt. Und jetzt geht es mit einem Tabulator Einrückung weiter. Macht er von selbst. Und zwar möchte ich genau das, was ich da eben gerade rausgenommen habe, nämlich den hier. Das möchte ich in meiner Funktion machen. Eine Funktion, die soll beim Button-Klick aufgerufen werden und die soll einfach den Text von dem Label ändern, damit man irgendwann mal was sieht. Jetzt das mit dem Verdrahten. Das Ereignis, dass der Button geklickt worden ist, soll verdrahtet werden mit dieser Funktion. Das nennt sich Connect in Qt. Und das mache ich über das Fenster. Das Fenster hat so eine Connect-Funktion, Methode, wie auch immer. Und dieser Connect-Funktion sagen Sie, was jetzt verdrahtet werden soll. Von dem Knopf, jetzt brauche ich den Namen von dem Knopf, das war klug. Wie hieß der Knopf? Wahrscheinlich einfach nur Push-Button. Okay, Push-Button. Ich nenne den mal anders, damit er etwas einprägsamer ist. Der Knopf. So. Und nochmal speichern, dass der Name auch wirklich in der UI-Datei ist. So heißt dieser Knopf. Den will ich jetzt ansprechen in meinem Programmchen. W.derKnopf. Wenn der ein Klickt-Ereignis setzt, das kommt gleich dahin, ich schreibe die Details dann gleich hin, ist etwas schwieriger, soll diese Funktion Button-Click aufgerufen werden. Das ist im Prinzip, was da passieren soll. Wenn der Knopf gedrückt wird, hier muss jetzt was beim Klickereignis stehen, soll die Funktion aufgerufen werden. Das macht dieses Connect. Die bringt das zusammen. Und was hier stehen muss, ist etwas komisch. Signal von, und jetzt als Zeichenkette tatsächlich, klickt.
mit den leeren Klammern. Wenn dieses Ereignis kommt, dieses Signal kommt, so heißt es in Qt, wenn dieses Signal kommt, für den Knopf diese Funktion aufrufen. Das ist die Verdrahtung. Ich habe eine Funktion, die das tut, was sie tun soll, und jetzt muss ich die noch verdrahten. Mal gerade gucken, ob das auch so ungefähr funktioniert. Wenn ich jetzt also diesen besagten Knopf hier drücke, sollte sich da das Label ändern. 1, 2, 3. Das Label hat sich geändert. Immer wieder überraschend, wenn es dann doch funktioniert. So funktioniert das mit den Ereignissen. Oder hier eben den Signals und den Slots. Lohnt sich vielleicht gar nicht, diese Ausdrücke sich zu merken, weil das ist Qt-Sprech. Normalerweise redet man von Ereignissen. Es gibt dieses Klickereignis. Der Knopf sendet das Klickereignis, löst es aus und auf das Klickereignis hin wird meine Funktion hier oben, Button-Click, aufgerufen und ausgeführt. So kann man das jetzt mit diversen anderen Geschichten machen. Ich überlege, auch nehmen wir mal so einen Menüeintrag auch, dass so ein Menüeintrag irgendwas tut. Ich gehe mal wieder nach Qt zurück hier. Ist überhaupt nicht der erste Menüeintrag da oben, sondern das erste Menü. Das habe ich ja auch falsch bezeichnet. Ne? Nicht erste Menüeintrag. Hier oben steht das erste Menü. Erstes Menü. Nicht der erste Menüeintrag. Der erste Menüeintrag ist das da drunter. Dem hier. Ich nenne den mal um. Tu was. Der hier soll was tun. Jetzt können Sie sich angucken, okay, was war denn das eigentlich? Das hat er automatisch auch benannt. Zu diesem Menüeintrag hier, dem zweiten im ersten Menü, hat er schon diesen Namen hier, eine Q-Action, mit diesem Namen hier, Action und so weiter. Die nenne ich auch mal gerade so, dass ich sie gleich wiederfinde. Meine Action. Diese Action wird nachher ein Ereignis produzieren, eigentlich ein Ereignis sein, aber sie produziert ein Ereignis. Und das mache ich jetzt genauso wie mit dem Knopf da unten. Diese Action binden an irgendwas anderes, vielleicht am besten an die Checkbox. Probieren wir mal so aus. Wenn ich die Action hier ausführe, also wenn ich im ersten Menü tu was anwähle, soll hier die Checkbox angehen. Mal sehen, ob das so klappt. Ich speichere nochmal. Das hieß meine Action. Und die Checkbox heißt immer noch Checkbox. Ich nenne die mal meine Checkbox. Damit klar ist, dass das kein Name von einer Klasse ist, sondern mein Ding ist. Meine Checkbox. Also meine Aktion, meine Action soll meine Checkbox ändern im Zustand. Zurück hier. Das muss genauso funktionieren mit dem Connect. W.connect. Und zwar von meiner Aktion, meiner Action hatte ich das ja genannt, mit dem C, ein Signal. Wir müssen gleich mal gucken, welches Signal das ist. Signal. Anführungszeichen ist schon mal klar. Da muss gleich noch was rein. Und ausgelöst werden soll eine andere Funktion. Checkfunktion nenne ich die jetzt einfach mal hier. Checkfunktion, die soll ausgelöst werden, die brauche ich auch irgendwo. Ist eigentlich relativ egal, wo Sie die hinschreiben. Wir sehen, Python ist da wesentlich großzügiger als Java und C-Sharp und sowas. Ich nenne die mal Checkfunktion. Sollte ich auch keine Parameter kriegen, sondern einfach nur tun, was ihr gesagt wird. Und der möchte ich in der möchte ich die Checkbox, hieß sie meine Checkbox? Jetzt habe ich den Namen vergessen, hieß sie meine Checkbox? Sie hieß meine Checkbox. Den Zustand möchte ich ändern. Mal gerade sehen, wie das heißt überhaupt. Dass sie an oder aus ist, checked oder so. Mouse Tracking, except drop, switch it. Nein, das ist alles nicht. Checkt hier, das ist es. Das ist der Zustand. Checkt. Wenn Sie da an- und ausmachen, sehen Sie, passiert tatsächlich was. Also checkt ist, was ich ändern möchte. Diesen Zustand. Checkt.
Ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, das heißt deshalb set checked. Toi, toi, toi. Aber das ist eine naheliegende Wahl. Set checked true mit einem großen T geschrieben in dieser Sprache. Ich hoffe, das stimmt mal so. Sehen wir gleich, ob es stimmt. Das soll also bewirken, dass meine Checkbox angehakt wird. Und das muss ich jetzt hier unten eintragen. Da steht das schon drin. Was ich jetzt noch brauche, ist das Signal. Was macht eigentlich mein Menü? Oder was macht so eine Aktion? Und eine Aktion wird schlicht und ergreifend ausgelöst. Sie wird getriggert. Trigger müsste stehen. Triggert. Der Knopf wird geklickt und die Aktion, Action wird getriggert. Jetzt müsste das Menü funktionieren. Dieser eine Menüeintrag funktionieren. Und die Checkbox abhaken. Mal sehen. Wo war er? Dieser Menüeintrag, tu was. Upsala! Okay, das war also offensichtlich der falsche. Sie sehen, set checked ist es wohl nicht. Has no attribute set checked. Mir wird gerade etwas klar. Ich bin zu sehr auf C-Sharp programmiert. Sie sehen, die Funktionen, die heißen ja gern mit kleinen Buchstaben. Wenn überhaupt, dann schreibt man das klein mit einem kleinen S und nicht mit einem großen S. SetText war ja auch ein kleines S. Wir probieren es mal mit einem kleinen S. Oh, das war's dann. Jetzt ist es an. Wenn Sie auf der Suche sind, Sie müssen im Prinzip einfach nur Q-Application, Q-Checkbox oder was auch immer googeln. Sie kriegen dann die Dokumentation für die C++-Klassen, aber es ist offensichtlich, was man in Python schreiben würde. In C++ gibt es auch eine Methode, die heißt setText, kleingeschrieben, dann wird es sie in Python auch geben. So kann man sich da jetzt durchhangeln. Ich sage mal, was ich mir vorstellen könnte für so einen Dialog, mit dem man angibt, welche Dateien wie umgewandelt werden sollen. Also wie der Dialog von IrfanView zum Bilder umbenennen oder Bilder konvertieren. Es müsste ein Dialog sein. Höchstwahrscheinlich hat er ja auch dann zwei Buttons, mindestens abbrechen und OK unten sitzen. Das heißt, ich kann die Vorlage nehmen. Die hängen noch gar nicht automatisch da, wo sie hängen sollen. OK müsste man wahrscheinlich dann auch Starte oder umwandeln oder so benennen. Es könnte konkreter sein als nur OK. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man so Karteireiter hat. Wo sind die Karteireiter? Da, Tab Widget. So, ein Karteireiter. Dass ich sage, wir haben einen Tab, bei dem geht es. Wo bin ich hier? Wo ist der Name? So. Wir haben einen Tab, der ist dafür zuständig, zu bestimmen, welche Dateien ausgewählt werden zum Bearbeiten oder zum Konvertieren oder Umbenennen. Sowas. Wir haben vielleicht einen zweiten Tab, das ist der, der dafür zuständig ist, zu sagen, was mit denen passieren soll. Dritten Rechtsklick und dann Seite einfügen danach und den möchte ich benennen. Welche Dateien, wie verändern, wo speichern. Sowas könnte man machen. Dann könnte man das etwas übersichtlicher gestalten. Man sieht dann als Benutzer nicht immer alle drei Angaben auf einmal, sondern etwas freundlicher, vielleicht aber auch etwas unübersichtlicher, immer nur das, was jeweils dazu gehört. Also hier könnten irgendwelche Sachen sein, mit denen ich auswähle oder was auch immer. Und auf dem nächsten Tab könnte irgendwas sein, wo ich sage, oh bitte Farbtiefe umwandeln oder in der Größe ändern oder bla oder bla. Ein Button ist da eher falsch am Platz, glaube ich. Irgendwelche Checkboxen oder sowas. Sowas könnte auf dem nächsten stehen und bei wo speichern hätte ich wahrscheinlich eine Möglichkeit. Wo haben wir sowas?
Naja, müsste wahrscheinlich so ein Tree-View rein, mit dem ich mein Dateisystem sehen kann, wo es hinkommen soll und vielleicht da auch noch irgendwas angeben kann. So könnte so ein Dialog aussehen und dann wird es etwas übersichtlicher, dass ich das Ganze in drei Schritte aufgeteilt habe. Also mal gucken, ob Sie so auf diese Art weiterarbeiten. Das Schöne bei der Programmierung ist, ich kriege nicht wirklich mit, dass ein Drittel von den Sachen oder zwei Drittel von den Sachen jeweils verborgen sind. Ich rede mit diesen Elementen so, wie ich sonst mit den Elementen rede. Die sind nur nicht alle gleichzeitig sichtbar. Aber da passiert dann von der Programmierung her nichts Dramatisches. Könnt ihr mal gucken mit der Anordnung. Wenn ich jetzt sage, mal sehen, also auf den Hintergrund, Mausklick rechts, Layout, die Objekte senkrecht anordnen, ja. Okay, ja, das sieht ja wirklich plausibel sogar aus. Also die Karteireiter und die Knöpfe sind jetzt ordentlich, so wie sich das gehört. Innerhalb von den Karteireitern müsste ich jetzt natürlich noch aufräumen. Was passiert auf den Karteireitern, wenn das Fenster groß und klein wird? Das passt jetzt noch nicht automatisch, da müssen wir noch weiter gucken. Jetzt habe ich ein Hauptfenster ganz zu Beginn gebaut und jetzt diesen Dialog. Wenn Sie diesen Dialog nochmal speichern in eine andere Datei, mein Dialog, wenn ich das jetzt mal nichts Besseres einfällt, können wir beides in ein Python-Programm reinschmeißen. Mal nach Python. Hier lade ich das Hauptfenster und baue es wirklich dann auf. Genauso könnte ich jetzt aber auch meinen Dialog laden und aufbauen. Ich nehme mal D als Variable. Genauso load UI. Mein Dialog.ui, das ist dann also das zweite Fenster, was wir jetzt gebaut haben. Den zeige ich jetzt aber nicht sofort an, den Dialog. Der soll nur bei Bedarf angezeigt werden. Das kann ich hier zum Beispiel einbauen. Checkfunktion, die wird ja aufgerufen, wenn ich im Menü, was ist der zweite Eintrag im ersten Menü oder so, wenn ich den zweiten Eintrag im ersten Menü klicke. Jetzt kann ich das ja hinkriegen, dass wenn Checkfunktion aufgerufen wird, dass der nicht nur die Checkbox anmacht, sondern dass er obendrein auch meinen Dialog dann anzeigt. Sie sehen, was nötig ist, Show, aber er soll nicht nur anzeigen, er soll den Dialog tatsächlich auch ausführen. Das wäre D-Exec, das war immer das Ausführen. Der Dialog wird ausgeführt, der Dialog steht auf dem Bildschirm, blockiert alles andere, bis Sie ihn beendet haben. Ein modaler Dialog, kein nicht modaler Dialog, den kann man zur Seite schieben und weiterarbeiten mit den anderen Sachen. Ein modaler Dialog, das ist, wenn Sie dem Dialog sagen, Exec Unterstrich. Das heißt, wenn ich in dem Menü auf den zweiten Eintrag klicke, geht der neue Dialog auf, wenn alles klar geht. Und das Programm wartet dann so lange, bis der Dialog wieder beendet wird. Wenn alles klar geht. Oh, ja, möchte ich. War im Hintergrund noch auf. In dem Menü. Tu was. Hier ist unser Dialog. Modal, wenn ich versuche, hinten was zu machen, gibt es Ärger. Ich kann in ein anderes Programm wechseln, das geht. Ich kann in andere Programme wechseln, aber ich kann im selben Programm, in dem ich da gerade bin, in dem einen Programm kann ich nicht was anders veranstalten. Ich muss erst diesen Dialog hier bedienen. Das ist ein modaler Dialog. Ich bin in einem Modus. Da kann ich mich dann jetzt eben durchklicken und hoffentlich vergisst er auch nichts. Die Checkbox an, der Radio-Button an. Wir sehen, was diese Tabs, diese Reiter eigentlich machen, ist nur, dass sie bestimmte Elemente anzeigen oder nicht anzeigen. Das ist eigentlich ganz geradlinig, was da passiert. Man darf sich das gar nicht zu kompliziert vorstellen. Erst wenn ich hier OK oder Cancel geklickt habe, bin ich wieder hier in meinem Hauptfenster und kann wieder was tun. Das wäre ein modaler Dialog. Wir könnten uns noch sogar hier irgendwelche Ergebnisse aus dem hier geben lassen. Ich könnte hier noch eine Texteingabe machen als Beispiel.
Das mache ich mal. Hier könnte ich noch eine Texteingabe als Beispiel machen. Und wir gucken uns dann im Hauptfenster an, was der Text gewesen ist. Dass Sie hier tatsächlich eine Eingabe machen können, eine ganz billige, und hier sehen, was passiert ist. In dem Dialog sehe ich eine Texteingabe vor. Das ist. Line Edit ist Client Text Edit. Wir nehmen mal Line Edit. Das ist so die kleinste Texteingabe, die simpelste Texteingabe. Ich schreibe mal meine Eingabe, damit ich es wiederfinde und speichere das. Das, was da jetzt eingegeben worden ist, während dieser Dialog vorne war, das möchte ich jetzt in meinem Hauptprogramm weiter verwenden. Können wir gerade mal gucken, wie das gehen würde. Während der neue Dialog vorne steht, so lange ist mein Programm hier in der Funktion exec. Wenn wir fertig sind, können wir gucken, was passiert ist. Das war dann in meine Eingabe. Muss ich gerade überlegen, es heißt nicht get, ich glaube, es ist einfach nur Text, meine Eingabe, Punkt. Text, einfach nur Text heißt die Funktion, das ist etwas irritierend. Nicht getText, sondern nur Text. Sagen zwar setChecked und setText, aber in Qt sagen sie einfach nur Text, um den Text zu kriegen. Diesen Text, den möchte ich gerne in das Label setzen. Wir sehen hier, wie das geht. Den Text möchte ich in das Label setzen. So sähe das aus. Hole den Text aus dem Eingabefeld. Das Fenster ist wieder zu. Der Dialog war auf, ist wieder geschlossen. Das Fenster ist wieder zu und ich kann trotzdem darauf zugreifen, im Hintergrund, den Text aus dem Eingabefeld holen und in das Label reinstecken. Mal sehen. Ich mache meinen Dialog auf. Das ist das Eingabefeld. Das ist mein Text. Wenn ich jetzt OK sage, müsste er diesen Text nehmen und in das Label reinschreiben, das aktuell gar nicht sichtbar ist, weil es die leere Zeichenkette enthält. Und schwupps, da steht mein Text. Sie sehen, nebenbei ist das Layout durcheinander gerutscht. Das ist dann der Fluch der Automatik. Müsste man vielleicht doch auf feste Breite setzen, dass sowas nicht passiert. Oder hier ein vernünftiges Element nehmen. Ein Label ist nicht dafür da, eigentlich, dass man Text drin ausgibt. Das ist schon eher ein Behelf. So sehen Sie, wie Sie dann Kommunikation haben können zwischen den verschiedenen Fenstern. Es ist wirklich banal. Wenn ein Fenster gebaut worden ist, zack, kann das andere relativ geradlinig auf das zugreifen, was in dem einen Fenster passiert. Die Werte leben weiter. Also das Exit liefert einen Dialog Result zurück, ich schreibe einfach nur mal R, in der Variablen R kommt also das Resultat an, das eigentlich nur 1 oder 0 ist, das hat aber noch offizielle Namen, if R gleich gleich und der offizielle Name war QDialog accepted, wenn das der Fall ist, mal gerade, dann setze ich vielleicht nur dann die Checkbox auf True, so habe ich eine Möglichkeit das zu sehen, so baue ich das mal gerade. So, wenn ich den Dialog mit OK verlasse, wenn der Rückgabewert hier accepted ist, wenn ich den Dialog mit OK verlasse, soll die Checkbox auf dem anderen Dialog, im Hauptfenster soll ich sagen, soll die Checkbox im Hauptfenster angekreuzt sein, sonst nicht. Aber in jedem Fall soll in das Label der Text übernommen sein. Sie sehen nebenbei, wie pingelig man jetzt sein muss mit den Einrückungen. Wenn Sie das schreiben, heißt das, dass beides in dem if ist. Der Text wird nur verändert, wenn ich mit OK rausgegangen bin. Wenn Sie den Tabulator da wegnehmen, heißt das, der Text wird immer verändert. Das ist ein bisschen heikel. Da muss man sich, wenn man aus C und so weiter kommt, etwas dran gewöhnen, dass die Einrückung nun wirklich eng zu sehen ist. Mal sehen, ob er das tut. Also, ich rufe den Dialog auf, tippe irgendwas ein und sage abbrechen. Dann sollte die Checkbox nicht angeklickt sein, aber was ich eingegeben habe, sollte in dem Textlabel stehen. Soweit, so gut. Nächster Versuch. Ich tippe irgendwas ein und sage jetzt okay, dann sollte die Checkbox angeklickt sein. Das ist manchmal wirklich überraschend, dass es funktioniert. Soweit, so gut.
Und nächste Woche geht es dann darum, das dann tatsächlich in Aktion zu setzen mit vernünftigen Programmen. Vor allen Dingen damit Programme zu instrumentieren, wie es so schön heißt, zu messen, was der Benutzer denn so tut.